und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Wochencheckup. Heute wieder am Freitag und wir werden auch ganz schnell durchgehen, weil heute gibt es einfach nichts. Es gibt kein Event, wie gesagt, Freitag. Und auch sonst gibt es eigentlich keine wirkliche Errungenschaft. Die einzige wirkliche Änderung, die erwähnenswert ist, ist, dass ich mir in meine Waffe jetzt einen schwarzen Edelstein reingemacht habe. Vorher war da noch ein Geschickstein drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wieso. Ja, wahrscheinlich einfach, weil ich keinen schwarzen hatte. Ich habe sogar noch einen. Der sogar. Moment, der ist ja viel besser. 465 mal 2 ist 930. Oder? Ja, doch. Ist die Waffe aktuell? Ja, die ist schon. Das ist eigentlich mein aktuellstes Epic, ne? Ja, doch. Wow, ist halt ein Unterschied wie. Also, naja, gut, so krass ist jetzt auch nicht. Aber es ist schon. Das war jetzt auf jeden Fall. Also, für einen schwarzen Edelstein war es schon ein heftiger Unterschied. Muss man aber bedenken, es gehen immer zwei Werte hoch. Also, zwei sehr interessante Werte vor allem. Also, Geschick und Ausdauer immer. Ja, dann Werte sind natürlich auch nicht schlecht. Glück ist irrelevant, aber sonst, jo. Schon nicht schlecht, genau. Ja, dann dementsprechend bin ich jetzt dem Ziel natürlich auch deutlich näher gekommen. Also es ist fast so, als wäre dieses Nichtspielen niemals passiert. Jetzt bin ich nämlich bei 87,4 Millionen Leben. Aber natürlich von 100 Millionen immer noch sehr weit entfernt. Also da fehlen mindestens noch 3 oder 4 oder sogar 5 Gold-Events. Also das Ende des Jahres halte ich noch für durchaus möglich. Aber ja, wird schon noch eine Weile dauern. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Level-Ups wir schaffen, weil ich habe ja gesagt, abhängig und wie viele Auren. Weil ich habe ja gesagt, neue Epics sind jetzt hauptsächlich von Dungeon-Siegen natürlich abhängig, ist ja klar. Also muss natürlich auch in Dungeons mal ein gutes Epic finden. Aber für Waffen oder Zauberladen, also zum Kaufen, habe ich ja gesagt, das ist jetzt abhängig davon, ob sie mindestens 100 Attribute besser sind. Oder ich sag mal, wenn sie 99 besser sind, okay, kann man vielleicht eine Ausnahme machen. Aber an für sich nur dann und jo. Wobei das sogar bei manchen Epics bald der Fall sein wird. Hier 648. Ja, die sind alle neu. Gut, okay, das ist glaube ich auch relativ neu, ne? 593 auf alles dürfte eigentlich auch halbwegs neu sein. Ja, aber bei 648, das müsste eigentlich schon fast bald soweit sein, weil 713 sind ja gerade immer noch 35. Also das könnte demnächst der Fall sein. Also so mit 425 und vielleicht noch 2 Euro mehr. Könnte das schon fast möglich sein. Genau, ja, aber ansonsten, wie gesagt, ist eigentlich. Was war in der Toilette? Waffen? Na, haben wir nicht. Wirklich gar nichts passiert. Also sehr uninteressant. Auf S25 ist was passiert. Ich brauche noch einen Edelstein. Perfekt. Auf S25 habe ich noch auf der eine Toilettenspülung. Das habe ich auch auf Twitter, Facebook wieder gepostet. Einfach vorbeigucken, ne? Ab und zu sowas wie Toilettenspülungen poste ich da eigentlich schon immer. Außer es ist irgendwie zum Beispiel Urlaub oder so. Aber dann bin ich ja selten. Genau, dazu komme ich dann gleich auf S25. Und ja, ansonsten, wie gesagt, nichts wirklich Erwähnenswertes. Gut, was vielleicht nicht schlecht ist, meine kleine Mission hier. Also ich habe es jetzt ein bisschen umgewandelt, muss ich sagen. Also auf S25 bin ich ja, was die Goblin-Grube angeht, weiter beim Ausbau. Also da habe ich ja schon weiter ausgebaut, da ist die Stufe höher. Jetzt habe ich hier allerdings nochmal viel Seelen reingestellt, ich würde schon fast schon sagen Geld. Mal gucken, wie es hier läuft, aber nee, hier schaffen es die Goblins noch nicht mal alle, noch nicht mal alle Goblins zusammen schaffen hier den Sieg. Aber mein Ziel ist es jetzt nicht nur, dass die Goblins gewinnen, also ich meine, jetzt stehen wir auch hier kurz davor, die Goblin-Grube ist gerade mal Stufe 12, also wenn die Stufe 15 ist, gewinnen wir jetzt schon locker, nur mit den Goblins. Aber was ich noch schaffen will, ist dann, dass nur der erste Goblin den Kampf alleine gewinnt. Das ist noch mein Ziel. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das geht, weil irgendwann hat man das Seelenlimit. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann immer den gleichen Preis, also immer das Maximum kostet, ein Mal das Level zu erhöhen. Also, ich meine, wir sind jetzt gerade bei 900.000, Maximum ist 162 Millionen. Das ist mir schon klar, das ist noch sehr weit weg. Aber, naja, irgendwann wird man schon mal, oder wird man zumindest in die Nähe von 50 Millionen oder so kommen, dann kann man auch noch dreimal gehen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann ein Limit gibt. Vielleicht weiß das ja schon jemand von euch, weil die Unterwelt gibt es ja schon ewig eigentlich. Da bin ich ja eh sau rückständig. Genau. Jetzt habe ich auch schon einen Wirbelwind gemacht, aus Versehen. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich muss so oder so einen Pilz ausgeben. Bei einem Wirbelwind schaffe ich ja eh nicht mehr, ohne diese 10% Schaden zu nehmen. Genau, das heißt, wir können auf jeden Fall wieder einen Dungeon-Try machen. Aber ja, der schwarze Edelstein hat jetzt zwar nochmal was verändert, aber eigentlich, also gegen den Gegner, wo wir eigentlich bisher immer am besten abgeschnitten haben, falsche Welt,
wird es nichts bringen, weil hier fehlt uns eigentlich hauptsächlich einfach Schaden. Also diese 4 Millionen mehr Leben und dafür doch ein ganz schönes Stück weniger Geschick. Das bringt uns hier halt gar nichts. Also hier bräuchten wir eigentlich mehr, viel mehr Damage und lieber 10 Millionen Leben weniger oder so. Aber nur für einen Dungeon-Sieg mache ich jetzt nicht alle meine Edelsteine neu, nur um sie danach gegen den Krieger wieder zu ändern. Jetzt ein Crit. Jetzt ein Crit hätte sicherlich knappe 40 Millionen gemacht. Hätten. Ach komm, das kann ja nicht sein. Hätte ich im Urlaub gespielt, würden wir die jetzt wahrscheinlich. Ja, wobei. Wir können sie ja schaffen, aber. Ja. Das hätte er ja, doch, es hätte wahrscheinlich schon was gebracht. Ein bisschen was auf jeden Fall. Oh! Warum kannst du nicht am Ende critten? Jetzt hat er die ganze Zeit am Anfang gecrittet. Was soll denn das? Crit doch mal am Ende, Bro. Dann können wir noch einmal den probieren. Mal wieder. Jetzt haben wir ja mehr Leben. Bei dem war ja mehr das Leben. Vielleicht eher ein Problem. Mehr vielleicht. Ja, nein. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also der ist auch safe möglich. Ja, auch schon tausendmal gesagt. Ja. Ja. Nein. Ja, ich critte einfach nicht. Ich critte einfach nicht. Das ist das Problem. Ja gut, dann würde ich sagen, lassen wir es, weil, wie gesagt, das ist eigentlich Pilzverschwendung, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu viel investieren. Pets warmer, oder? Haben wir einen Kampf gemacht? Genau. Ja. Feuerpet ist 125 und sonst Schattenpet 90 und alle anderen sind eh nur die hinteren, die gelevelt werden. Also auch nicht wirklich interessant. Und was muss ich nochmal machen? 14. Licht-Dungeon vollenden. Und die Mine auf Stufe 20, genau. Das sind noch meine Aufgaben hier bei den Pets. Gut, dann S25. Wie gesagt, Toilettenspülung gab es hier vor 2 oder 3 Tagen. Und da habe ich eine Waffe bekommen, war aber leider eine Alle-Attribute-Waffe und die hat jetzt der Magier bekommen. Der hatte vorher eine ähnliche Waffe, die hatte ungefähr 200 Spanne weniger und so 150 Attribute ungefähr weniger. Ah nein, 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 Schwachsinn, das war eine Dreierwaffe. Genau, die hatte 1200 irgendwas, glaube ich. Oder 1000, oder knapp 1300 oder so. Also die Alle-Attribute war auf jeden Fall deutlich besser. Spanne ist nochmal ein bisschen besser. Also die alte Spanne war genauso, nur halt 200 weniger, also 1700 bis 3000. Die ist jetzt, wie gesagt, nochmal deutlich besser. Spielt aber momentan eigentlich eh keine so große Rolle, weil ich ja in der Schattenwelt eigentlich gar nichts mache. Wir könnten eigentlich einfach nur Just for the Lords mit dem Krieger mal in die Schattenwelt gehen, weil ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnere, ob wir das jemals gemacht haben. Und da mal gucken, ob wir da was schaffen können. Aber ist natürlich jetzt erstmal nicht so relevant, ja. Ist halt unlucky gewesen, weil es war eine Kriegerwaffe. Aber eben alle Attribute, genau. Und ich wollte halt. Ach so, nein, Moment mal. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe kompletten Schmarrn geschrieben. Ich habe auf Facebook und Twitter, glaube ich, geschrieben. Das hat, glaube ich, eh kaum jemand kommentiert, aber. Oder beziehungsweise überhaupt gesehen. Aber ich glaube, ich habe geschrieben. Ich hoffe, ich schmeiße in die Toilette und hoffe, dass eine Kriegerwaffe rauskommt. Das wäre kompletter Schwachsinn. Das waren alle Attribute. Das verändert sich ja nicht. Ach. Wow. Fetter Fettbrain. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Lol. Ja, vergesst es. Also, ich wollte gerade sagen, egal. Vergesst es. Also, es war auf jeden Fall alle Attribute und das wollte ich jetzt nicht unbedingt, weil unsere Waffe ist zwar auch schon ein bisschen älter, aber die hatte 500 irgendwas bei Krieger, also wahrscheinlich die Hälfte von den 1193, genau. Also, ja, sie war nicht schlecht, sie war wahrscheinlich deutlich besser als meine Waffe. Von der Spanne her jetzt war sie jetzt nicht so krass, glaube ich. Aber im Krieger spielt es keine so große Rolle, also hier braucht man einfach irgendwann mal eine richtig fette Dreier-Epic-Waffe und bevor wir die nicht haben, ist es. Nicht so relevant. Aber hier momentan in Dungeons und so eh nicht viel abgeht. Hier werden wir uns irgendwann mal Top-Tränke holen. Vielleicht noch ein bisschen, dann können wir mal 10 Pilze in Dungeons rausballern und mal gucken, wie weit wir kommen oder so. Genau. Gut, Schattenwelt, die nicht. Ost, der 13. Stock vielleicht, ja. Können wir doch hier mal probieren. Der müsste ja eigentlich halbwegs machbar sein. Vor allem jetzt mit dem starken Magier. Leider ist Magier die schlechteste Klasse von den Begleitern. Oder zumindest die schwächste. Das ist natürlich nicht so. Also der wird jetzt nicht den Ausschlag geben.
Was ich immer so faszinierend finde, ist, dass der nur 12.000... Nevermind, what the fuck, hat der eben gerade eine 40 Millionen Shell in die Fresse gedrückt? Holy shit. Okay, vielleicht hat sich die Waffe doch rentiert. Die Spanne ist halt echt krass gut, also das muss man einfach sagen. Was ich immer faszinierend finde, ist, dass die nur so ultra wenig haben. Die haben nur 12.000 Geschick, aber machen einen richtig kranken Damage. Ja, aber den müssten wir eigentlich im Kasten haben. Sehr gut. Schon wieder alle Attribute, das gibt's da nicht. Okay, hier ist aber offensichtlich viel besser, ja. Ja gut, dann waren es nicht 590, dann waren es 580 ungefähr bei der Waffe. Ja. Ach so, nein, Moment mal. Nee, das kann schon sein, dass 590 waren, 501, das ist ja nicht mal das Aktuellste, was ich kriegen kann. Na, das passt schon. Ach, ich Idiot, das ist ja für Kundschaft, das stimmt, in der Schattenwelt kriegt man ja alles, ne? Ach, ich bin ein Idiot, aber es sollte trotzdem wahrscheinlich besser sein. Um 7. Lol. Das ist natürlich unlucky, das ist wirklich... Ja, das ist aber immer so, ey. Du kriegst... Hier, ich hab Epics... Ohne Sockel. Bei jedem, oder? Waffe, Gürtel, ja. Außer beim Magier. Ah, nee, doch nicht. Kette. Du hast überall noch Epics ohne Sockel. Und dann kriegst du 5-mal einen Gürtel, 5-mal eine Waffe. Aber Hauptsache, du läufst noch teilweise ohne Edelsteine rum. Also wirklich, das ist... Das kotzt mich so an. Ich meine, das ist halt RNG. Aber es ist, kotzt einfach so an. Das ist so verdammt nervig. Ah, naja. Ach so, Entschuldigung, mein Auge hat gejuckt. Genau, dann Pets haben wir gefüttert, ne? Ach, haben wir einen Kampf gewonnen oder was? Nice. Dann können wir noch einen Arena-Kampf machen. Vielleicht haben wir einen schwachen Gegner. Ach, der sieht ganz schwach aus, ja. Er überlebt mit 110.000. Uiuiuiui. Aber meine aktuellen Tränke sind auch jetzt wirklich nicht das Highlight. Wobei, Mark, ja, es war sogar ein Intelligenztrank und ein Stärketrank dabei. Oh, na, die Ausrede zieht doch nicht. Genau, und hier waren wir schon. Ne, hier waren wir noch nicht. In der Festung. Hier habe ich momentan ein großes Problem auf das 25, dass ich keine weiteren Gebäude ausbauen kann, weil ich keine Ressourcen habe. Und ich meine auch, dass ich in Raritäten das Waldes-Event verpasst habe oder irgendwie sowas. Oder ich hoffe, dass jetzt... Mein letztes Wochenende war Erfahrungsevent, oder? Ja. Achso, never mind. Dann müsste, glaube ich, jetzt Raritäten des Waldes-Event kommen. Oder Epic-Event. Bin mir gar nicht mal so hundertprozentig sicher. Wenn Epic-Event kommt, schon mal zur Vorwarnung, ich werde einfach 4 Ausdauertränke, nee, Schwachsinn, 3 Ausdauertränke mir holen. Auf 28 Tage wieder und fertig. Das dürfte relativ pilzarm und entspannt werden. Hoffe ich zumindest, ja. Also das sollte eigentlich nichts großartig passieren. Epics, wie gesagt, sind wir eh noch nicht in der Range, dass wir da, uns welche kaufen würden, weil wir noch nicht 100 drüber sind. 100 Attribute über dem schlechtesten. Und von dem her, wie gesagt, wird da nicht viel passieren. 3 Tränke sollte schnell gehen. Genau, wie gesagt, hier sind meine Krieger tatsächlich jetzt stärker vom Stärkewert her. Vom Ausdauerwert her auch, aber haben natürlich keinen Lebensdrang und sowas, also und keine versteckten Boni irgendwie was. Das heißt, sie können auch nicht alleine gegen Papa gewinnen, aber er kann auf jeden Fall nicht mehr gegen meine Goblins gewinnen. Und das heißt, Ziel ist eigentlich schon erreicht hier tatsächlich, weil das Ziel war ja, wie gesagt, erstmal einfach nur, dass nur meine Goblins gewinnen. Aber jetzt, wie gesagt, weil ich gemerkt habe, okay, das ging ziemlich schnell, ist jetzt das nächste Ziel, okay, jetzt soll ein einzelner Goblin gewinnen. Ja, das dürfte noch eine ganze Weile dauern. Ja, wobei das jetzt die passt. Jetzt ist es halt so heftig. Jetzt ist der Unterschied. Jetzt bringt jedes Upgrade so unglaublich viel. Die haben jetzt nur 7 Millionen Leben mehr und nur 10.000 Stärke mehr oder so. Aber der Schlüssel hier ist jetzt, die haben jetzt mehr Stärke als er. Und das ist jetzt der Punkt, wo jedes Upgrade in diese Goblins extrem viel bringen wird. Das heißt, nächstes Wochencheckup könnte es vielleicht sogar schon soweit sein. Aber es ist natürlich auch Krieger gegen Krieger, ist natürlich voll favorited für uns, weil wenn Krieger weniger Stärke haben als der Gegenpart, können sie in der Regel eigentlich auch nicht gewinnen. In der Regel. Es gibt natürlich noch Blocken, Wahrscheinlichkeiten, Lebenstränke und das ganze Zeug muss man natürlich auch bedenken. Glück. Also Glück in vielerlei Hinsicht, aber auch den Wert Glück und so. Also ja. Aber theoretisch, wenn du jetzt 50.000 Stärke mehr hast als jemand oder 30.000, ist es eigentlich unmöglich, dass du verlierst, weil er dir einfach keinen Schaden macht. Genau. Na gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke fürs Zusehen. Macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.